Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bereits früh im Spiel an bestimmte Materialien kommen könnt, wie zum Beispiel Baumwolle, Mais, Kürbis und andere Gemüsesorten. Hier noch eine wichtige Information für euch. Soul Mask geht am 18. Juni in den Early Access und ist dann auf Steam verfügbar. Ich freue mich sehr darauf, denn ich muss sagen, ich finde wirklich, dass es ein tolles Spiel ist. Natürlich gibt es noch Kinderkrankheiten, die behoben werden, aber das Team, die Entwickler sind sehr aktiv. Gestern kam gerade ein neues Update raus und man kann sich eigentlich nur auf den Early Access freuen. Die Zeit, in der ihr die aktuelle Demo spielen könnt, wurde übrigens verlängert bis zum 15. Mai. Ich bin hier unterwegs mit Klaue, den möchte ich gerne weiter ausbilden. Der neigt dazu, sich gleich so ins Getümmel zu stürzen. Deswegen werde ich ihn jetzt hier beim Lagerfeuer eine Zeit lang lassen, um euch zu zeigen, wie ich ganz am Anfang relativ schnell an Mais und vor allen Dingen auch Baumwolle komme. Aber ich möchte nicht, dass er das ganze Camp sozusagen aufweckt, weil als wir eben hierher gelaufen sind, da hat er genau das schon getan. Er hat sich da reingestürzt und das wollte ich eigentlich gar nicht. Deswegen werde ich ihn jetzt hier lassen. Und das, was ich euch jetzt zeige, geht auch, wenn euer Charakter noch nicht so weit ausgebildet ist. Wir sind hier bei einer Barbarenkaserne. Hier in den Außenbereichen haben die Nahrung angebaut und Baumwolle zum Beispiel. Ihr müsst diesen Bereich erstmal freischalten, dieses Barbarencamp angreifen, um dann das hier freischalten zu können, um das zu sehen, um diesen Teil der Mappe zu sehen. Und so ganz nebenbei bemerkt, wenn ihr Salz braucht, das seht ihr dann auch. Hier unten ist eine Saline, da sind nur 4 oder 5 Kämpfer dabei, also da kann man auch relativ schnell hingehen und kann sich Salz besorgen, wenn man das hier freigeschaltet hat. Dann gehen wir da mal hin. Ich zeige euch, was ich mache. Ich schleiche mich normalerweise an, also gerade am Anfang, wenn ich noch nicht so stark bin. Gucke mit Q. Wer steht denn da? Die beiden Türme sind aktuell nicht besetzt, weil er hat sich, wie gesagt, da gleich reingestürzt. Und dann mache ich Folgendes. Ich hole mir mit dem Speer... Na komm. Die Leute ran. Und bekämpfe sie nach Möglichkeit einzeln. Oh, wer schießt da auf mich? Ja, das wird ein bisschen blöd. Da gehen wir mal näher ran. So. So, also das heißt, normalerweise habt ihr da auf den Türmen jemand und dann wahrscheinlich noch hier unten 3 Kämpfer, die ihr besiegen müsst. Da kommt schon der Nächste, den wir aufgeweckt haben, oder die Nächste in dem Fall. Was bist denn du? Ich habe hier gerade den Alarm übersehen, den sie gegeben hat, aber dazu gleich mehr noch. So, ja, ich bin schon ziemlich stark, ne? So, und jetzt kann ich aber ganz gemütlich hier reingehen und kann die Sachen ernten, die ich haben möchte. Jetzt haben wir hier Kartoffeln. Vorher stand hier Baumwolle. Ja, und jetzt kommen die Verstärkungstruppen, die durch den Alarm ausgelöst werden. Das könnt ihr aber normalerweise vermeiden. Direkt hinter dem Eingang patrouilliert ein Barbar, den ihr mit dem Speer an euch ranziehen könnt und somit vermeiden könnt, dass der Alarm ausgelöst wird. Von da schleicht sich jemand an. Die haben jetzt hier ein Feuer gemacht. Das Feuer bedeutet, dass sie Verstärkung holen. Und das ist halt das Problem dadurch, dass die tatsächlich eben auf uns aufmerksam geworden sind. Aber wenn man ein bisschen vorsichtiger vorgeht, dann kann man das ganz gut. Ja, das ist die ganze Verstärkung. Wir machen Folgendes. Wir rennen hier mal raus. Ich hoffe, ich bin mit meinem Lagerfeuer weit genug weg. Und warten mal, dass dieses Alarmfeuer wieder ausgeht. Der Qualm steigt nicht mehr auf. Und
Das heißt, sie sind nicht mehr alarmiert. Das heißt, es wird keine Verstärkung mehr gerufen. So, und jetzt gehen wir nochmal vorsichtig daran. Jetzt ist da niemand mehr, der irgendwas bewacht. Ihr könnt dieses, wenn ihr da reingehen wollt in das Camp, dann könnt ihr jederzeit das Signalfeuer oder Alarmfeuer, wie auch immer, ich zeig's euch, also ich, da, das ist das da. Das ist so ein Steinklotz, da ist Holz drauf. Das könnt ihr einfach kaputt hauen. Das dauert eine kleine Weile, bis es kaputt ist. Aber, ja, dann einfach kaputt hauen, dann können die keine Verstärkung holen. Das heißt, wenn es euch gelingt, euch hier so vorsichtig reinzuschleichen, dann ist das eine gute Möglichkeit. Das kaputt hauen und dann müsst ihr nicht damit rechnen, dass eine Verstärkung gerufen wird. Weil dann wird es richtig fies. So, ja, wir haben jetzt hier Mais zum Beispiel, den können wir jetzt ernten. Nee, aber mit dem richtigen Werkzeug, wenn es geht. Ich glaube, die sind noch nicht reif. Aber es geht hier jetzt mehr darum, was ernte ich? Oh doch, wir bekommen Mais, genau. Ja, und das hier sind Kartoffeln. Ja, und wie gesagt, vorher stand hier Baumwolle. Die habe ich schon alle geerntet und baue sie mittlerweile bei mir selber auch an. Ihr könnt diese Materialien, Mais und so, auch finden, wenn ihr die kleineren Camps angreift. Die haben häufig schon ein bisschen Mais oder Samen oder Baumwolle. Nicht so oft, aber da findet ihr das auch. Weitere Einsteigerinfos habe ich euch hier verlinkt. Ich hoffe, ich konnte diese Fragen aus den Kommentaren von euch gut beantworten. Und natürlich sind weitere Einsteigervideos von mir hier in Arbeit und könnt ihr demnächst dann erwarten. Ich wünsche euch viel Spaß im Spiel.